Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 5 Chronicles. Wir sind hier mit Lara im Lagerhaus. Oder nicht im Lagerhaus, in der Basis? Ja, und wir kämpfen hier gerade mit den Leuten. Nicht drehen, ich wollte eigentlich nur mich wegbewegen. Lebt da noch jemand? Oh, ich habe schon getötet. So, ich habe mal geguckt im Guide nochmal, weil irgendwie kam mir das ein bisschen komisch vor. Der Typ mit dem Kran fängt und also will uns fangen, glaube ich. Aber wenn wir uns bewegen, ist das kein Problem und ich habe mich halt immer bewegt, deshalb war es für mich bisher kein Problem. Schränke kann man durchsuchen, das weiß ich ja mittlerweile. Weil mir das vom Spiel auch erklärt wurde. Nein, weil ich das durch Zufall mal getestet habe. Ja, cool, Nutzi. Ich würde gerne die Waffe da mitnehmen, die auf dem Tisch da liegt. Ja, wir spielen weiter. Kann ich hier was Interessantes sehen oder. Ich löse einfach nur irgendwelche Bilder. Da liegt auch schon so eine Waffe, hätte ich auch gerne. Aber darf nicht mitnehmen. Schade. So. Wir haben hier jetzt alles gemacht, soweit würde ich sagen. Liegt hier noch was? Nee, so ein bisschen Dreck. Wir haben eine, Zugangskarte gefunden. Geh ich da rein? Ne, schade. Und die können wir unten irgendwo verwenden. Weil wir waren in diesem Hauptraum hier und da gab es dann irgendwo so einen Slot für so eine Karte. Ich weiß gerade nicht wo. Und ein Schlüssel dürfte uns noch fehlen. Und wir können hier noch wild rumwuseln, wenn wir das wollen. Aber ich weiß nicht, wie wir das wollen. Und den Schlüssel, der war am Anfang, den könnten wir nur benutzen. Also die Schlüsselkarte war anscheinend hier. Interessant. Ist halt die Frage, ob wir da irgendwie wild rumjumpen sollen noch oder ob uns das gar nichts bringt. Au. Wizard Doggo? Hat er was verloren? Nein. Schade. So. Vielleicht sollte ich mal andere Waffen ausrüsten. Ich werde sie sagen, mein Bildschirm ist ein bisschen beschlagen, weil sie sowieso ist nicht so viel. Ah, okay, aber hier funktioniert das cool. Und das ist ein Secret. Ah, okay. Aber wo soll ich denn hier weiter? Ich dachte, hier geht's weiter. Weil kann sein, dass wir jetzt doch irgendwo rumspringen sollen. Ich muss ja mal ein bisschen umgucken, ob ich irgendwas sehe, aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Dann geht's hier wahrscheinlich nicht weiter. Ist die Frage, ob wir da lang können? Nein. Oder ob das hier wirklich einfach ein komplettes Secret ist, nur. Da wäre es ein bisschen komisch, dass wir dafür die Keycard finden müssen. Weil hier sieht es für mich so aus, als würde ich da nicht weiterkommen. Ich kann versuchen raufzuspringen, aber ich denke, das wird auch nichts bringen. Nee, nur erstmal nicht. Okay, warum auch immer hier. Sind wir eigentlich auf dem Schiff? Ne, wir sind in der Basis nur, ne? Nicht in dem Schiff direkt drin. Warum da dann so viel Mist liegt? Den haben wir durchsucht, da kommen wir nicht weiter. Hier können wir auch die Swipe-Card benutzen, oder? Ja. Okay, das heißt, wir müssen doch nicht rumspringen. Aber hier können wir wieder hoch. Ich hoffe mal, dass hier nicht viele wieder irgendwelche Tierchen kommen oder irgendwelche Leute auf uns warten. Aber ich glaube, jetzt können wir zu dem Typen, der oben das Ding steuert. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich dachte, die können irgendwie aufbrechen oder so. Okay, wir können hier hinten lang laufen. Hätte ich hier einfach hochspringen können und mir den ganzen Scheiß sparen können? Wirkt irgendwie so. Bevor ich jetzt hier aber wieder den Jump'n'Run-Part mache, würde ich sagen, speichere ich erstmal, denn wir haben ja länger nicht gespeichert. Okay, das wird nichts. Da kann ich gleich laden. Oh fuck. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll übrigens. Zum Glück kann man dem mal gut ausweichen. Ich habe extra ein bisschen gewartet, damit ich mir den Scheiß hier holen kann. Es ist halt die Frage, was ich tun soll.
Okay, das kann ich nicht zerschießen, schade. Ha. Ich bin also ein bisschen überfragt. Ich muss mich ein bisschen mehr umgucken. Okay. Ja, ich sollte langsam mal speichern wieder. Okay, man kann ja auf jeden Fall relativ viel rumwuseln. Das finde ich schon mal gut. Okay, der holt uns hier nicht mehr anscheinend. Übersehe ich gerade irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, wohin ich soll. Also so gar nicht. Huh. Okay, dann würde ich sagen, erstmal speichere ich jetzt nochmal. Ich denke nicht, dass ich da rüberkomme. Okay, ich würde sogar überleben, aber scheiß drauf. Warum sollte ich hier nicht laden? Okay, das war echt knapp, muss ich gestehen. Da hätte ich irgendwie erwartet, dass das besser funktioniert. Okay. Warte mal. Ich lade mal durch und gucke mal, ob ich hier irgendwie regulär hochkomme. Und ob mir das irgendwas bringt. Aber wo könnte ich da am besten anfangen? Also hier könnte ich versuchen, darauf zu springen, aber ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Hier komme ich auch nicht rauf. Ich weiß halt nicht, was mein Ziel gerade ist, wenn ich ehrlich bin. Also hier könnte ich hoch. Und dann kann ich hier nicht auf die Kisten, ne? Das war knapp. Das war relativ sehr knapp. Okay. Ich würde sagen, dann laufe ich einfach hier nochmal hoch und dann gucken wir nochmal, was wir noch tun können. Weil ich finde das gerade so ein bisschen undurchsichtig, was mein Ziel ist, weil irgendwie sieht nicht so aus, als wäre es irgendwie interessant für mich. Also so gar nichts. Ich hätte es erwartet, dass ich einfach hier die Tür aufbreche und dann haue ich den Typen auf die Fresse, aber anscheinend ist es das ja nicht. Und vielleicht muss ich ein bisschen weiter hier stehen oder ein bisschen weiter rechts. Gucken wir mal. Nein, natürlich nicht. Okay, gut. Das heißt, wir sollten jetzt irgendwo versuchen hinzuspringen. Das heißt, ich speichere. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und speichern nochmal. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Schade. Das hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Meine Fresse, ey. Ach Moment, hier ging es ja gar nicht hin, ne? Ach Gott, ich hasse es. Ich bin, glaube ich, einfach direkt hier hingesprungen. Aber hier gibt es nicht noch irgendwas, was ich gerade übersehe, oder? Das hier vielleicht? Ne? Bisher nicht, nein. So ein bisschen überfragt bin ich gerade schon. Also ich kann hier überall hinwuseln. Aber will ich hier überhaupt irgendwo hinwuseln? Was habe ich davon? Also hier kann ich ja hoch. Vielleicht muss ich doch irgendwo dahin und mich dann da runter ver... Ah, okay, ich sehe, was ich tun soll. Ich hasse mein Leben. Bei einem der letzten Sprünge verkacke ich es natürlich direkt. Ich soll auf die andere Seite, da fehlt nämlich ein Stück Geländer und da soll ich dann vermutlich hoch. Okay, ich dachte gerade da völlig runter, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte, da springe ich auch, aber nein, ich habe so spät gedrückt. Super. Ich habe übrigens an einer ziemlich beschissenen Stelle gespeichert, weil ich hier diesen Sprung so machen müsste. Oder muss. Komme ich überhaupt hin? Ich glaube, oder? Oh Gott, das war nicht so klug. Oh, oh, schneller, schneller, Lara. Puh, das war knapp. Du kriegst mich doch sowieso nicht mehr, kannst aufhören. Aber erstmal speichern, oder kommt der hier hin? Ich hoffe doch nicht.
Okay, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche anderen Leute kommen. Okay, ich sehe sogar, wie viele Secrets hier mal noch fehlen. Okay, 60 Schuss ist echt nicht die Welt. Und sonst habe ich nicht. Stimmt, ich habe ja nichts. Schade. Da liegt auch nichts, oder? Das ist auch nur. Da liegt was, aber es ist nur Dreck, glaube ich. Nur du hast 2 Pistolen. Töt ihn einfach. Tritt ihm die Waffe aus der Hand? Oder nimm die Waffe weg? Huh. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, so funktioniert das definitiv nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Weg geschaffen. Liegt der Typ da jetzt? Ne. So, speichern wir nochmal. Kann ich immer noch was tun? Schade, nein. Hier vielleicht? Nein. Ich denke mal, da kann ich den Rückweg wieder aufmachen. Gucken wir erstmal, was hier ist. Also rechts ist ja so ein Schalter. Okay, Ulti-Munition, nice. Was haben wir hier Schönes? Hoffentlich nichts. Okay, ein kleines Medipack, immerhin. Medipacks bleiben auch nicht bestehen, oder? Ne, 5 und 1, ich hatte irgendwie über 10. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halte, dass es komplett so alles, also, dass die Level gar nicht so zusammenhängen. Dass man auch halt seine Items nicht benutzt. Einerseits ist es cool, dass ich dann halt auch einfach mal verschwenden kann pro Level, weil ich weiß ja, wie viel es gibt. Ich glaube, das erste waren 3 und danach haben wir jetzt 4, meine ich. Aber. Warum bin ich noch in dem Schloss? An das Schloss habe ich aufgemacht, um hier reinzukommen überhaupt. Huh. Okay, ich dachte, hier wäre noch was. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, also einerseits ist es ganz cool, dass alles weg ist, aber andererseits ist es irgendwie blöd. Man sammelt dann halt alles und dann ist alles komplett weg irgendwie. Ja, weiß ich nicht, was da der optimale Weg wäre. Wir speichern nochmal. Ich tippe aber darauf, dass es hier weitergeht. Warum schießen die hier auf mich? Muss ich das verstehen? Habt ihr nichts für mich? Schade. Ja, ich versuche, dass ich auf mich schießen und kriege keinen Schaden, aber wirkt halt so ein bisschen komisch. Mein Bildschirm blendet ziemlich. Das mag ich gerade nicht so gerne. Okay, wir haben 2 Wege. Ich würde sagen, wir gehen nach rechts, weil es da aussieht, als wäre es da offen und hier ist zu. Okay, hier geht's hoch. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass hier eine Ladezone ist und wir ins nächste Level kommen. Das ist hier schön, das geht hier auch hoch. Hier geht es weiter, hier geht es raus. Okay, das heißt, wir gehen erstmal hoch, würde ich sagen. Weil hoch wirkt erstmal anders als raus. Und was haben wir hier? Ist ein Ausgang oder? Ne, das ist einfach nur ein Tor. Ich glaube, damit können wir nichts tun. Wofür führt uns das hier hin? Hier geht es ganz schön weit, ne? Okay, hierfür brauchen wir dann den Schlüssel, den wir wahrscheinlich auf der anderen Seite bekommen. Vielleicht ist das ja einfach nur ein Secret, wer weiß. Aber wenn ich es finde, dann nehme ich es natürlich gerne mit, ansonsten schon ist es überall. Wo ist denn hier der Schlüssel versteckt, Freunde? Okay, da ist ein U-Boot, das sieht cool aus. Ich mag U-Boote. Ich mag allgemein Boote. Ich mag allgemein große Maschinen. Okay, das können wir wahrscheinlich schon aufmachen, oder? Oder brauchen wir von anderen? Okay, es geht auch auf. Cool.
Okay, da ist irgendein Ding. Gucken wir uns erstmal an, würde ich sagen. Ich sehe legit nichts. Okay, der ist schnell gestorben. Und der hat den Schlüssel verloren. Den brauchen wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir hier auch irgendwas mitmachen. Okay, hier sollen wir wahrscheinlich dann eine Sicherung reinpacken. Weil hier sind drei Sicherungen, bei anderen sind es eine, fehlt eine Sicherung. Okay, ich kann es aber nicht einfach so aufmachen. Schade. Wahrscheinlich müssen wir dann mit dem Schlüssel in das eine Ding gehen. Und dann müssen wir da eine Sicherung finden, dann wieder zurück. Müssen wir uns trotzdem umgucken, was hier noch gibt. Okay, über diese Mauern könnte ich vermutlich rübergehen. Da komme ich leider nicht hoch. Versuche ich mal da hinzuspringen. Ich tippe auf Nein. Nee. Jedenfalls nicht so, wenn. Okay. Kann ich hier dann hoch? Und habe ich davon irgendeinen Vorteil? Okay. Ich könnte auf jeden Fall dann darüber hopsen. In die Richtung springen sehe ich gerade nicht als vernünftig. Ich kann versuchen, auf den Kran zu springen. Wir können einfach speichern und es mal ausprobieren. Okay, es würde gehen, wenn ich einen besseren Winkel bin. Denke ich. Okay, ich kann mich nicht festhalten. Muss ich mich einfach nur ganz normal fallen lassen. Okay, das klappt auch nicht. Aber ich meine, ich kann mich da nicht festhalten. Okay, es geht nicht. Warum auch immer. Vielleicht zu weit der Sprung? Ha. Okay, da darf ich anscheinend auch nicht ran. Aber muss doch irgendwas mit da hinten sein. Warum geht das nicht? Spiel. Es sieht irgendwie aus, als würde ich dahin können oder dahin können. Ich kann versuchen, noch andere zu springen, aber ich denke, das wird mir genauso wenig bringen. Okay, das klappt. Super. Da habe ich mir gedacht, dass ich nicht so weit komme. Kann man mal speichern. Oh, hier ist ein Secret. Cool. Okay, ich habe mich aber tatsächlich mehr gefreut über was anderes außer Secret. Weil so wichtig sind mir die Secrets jetzt doch nicht. Warte mal, ich möchte mal was testen. Kann ich mich denn hier festhalten, wenn ich mich einfach runterfallen lasse? Also ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gespeichert habe. Aber cool, ist sowieso egal. So. Okay, ich kann mich hier festhalten. Das heißt, ich hätte mich theoretisch auch festhalten können sollen. Hm. Nicht, dass hier dann noch ein Scheiß kommt. Und dann war die Tür offen. Ja, ich glaube schon, oder? Ja doch, obwohl der Schlüssel noch war. Und hiermit kommen wir dann wahrscheinlich zur anderen Seite vom Dock. Oder oben. Ist das schon die andere Seite oder ist das erstmal nur oben? Weiß ich nicht. Silver Key. Wir hatten doch schon Silver Key. Ist jetzt wieder weg. Move your men along, Yarofev. I do not pay such extortionate prices for incompetence. You forget, Mikhailov. I am still an admiral of the Russian Navy. And as such, demand respect. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Ha ha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Mafioso filth. Khrushchev, hurry on with that box. Our new commander demands efficiency. Enough, enough. Orden seal hatches. Sollen wir da jetzt rauf oder macht Laura das selber? As you have promoted me to commander, is it not fitting to board before the admiral? So, dann würde ich sagen, wir hier weitermachen, sehen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.
Ich hatte meine Tastatur umgestellt auf Englisch, also habe ich den Party-Pencil und nur gemutet. Ja, dann würde ich sagen, bis dann.